2012 hat die OER-Bewegung durch die Paris Declaration einen ganz großen Schwung genommen. Und jetzt haben wir 2017 nach dem OER World Congress in Ljubljana einen OER Action Plan. Was genau drin steht, kann man sich jetzt durchlesen. Er ist ein bisschen länger geworden. Wir haben hier jetzt jemanden dazugeholt, der an der Entstehung hautnah beteiligt war. Und das ist Jan Neumann. Jan Neumann muss man in der OER-Szene in Deutschland kaum vorstellen. Die Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission, Professor Metze-Mangold, hat gesagt, er ist Mr. OER Deutschland. Und er war, man nennt ihn immer als den Einzigen, der in Paris schon 2012 dabei war und jetzt beim zweiten OER-Kongress in Ljubljana auch dabei ist. Insofern, Jan, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Du warst an der Entstehung beteiligt, vor allem in den letzten Schritten nochmal. Es gab ja vorher schon Entwürfe und dann gab es hier in Ljubljana, wo wir gerade noch sitzen, eine Nachtsitzung. Was genau war das? Wer kommt da zusammen? Wie viele Leute treffen sich? Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich würde sagen, so um die 12, 13 Leute waren das so in der Gegend aus unterschiedlichen Stakeholder-Gruppen, die beteiligt waren. Es waren eine Reihe von bekannten Experten mit dabei. Cable Green war dabei, TJ Bliss war dabei, Werner Westermann, mit dem wir gerade eben gesprochen haben, war dabei. Vertreter der Studenten waren dabei, der Lehrergewerkschaften. Es waren aus Entwicklungsländern Leute dabei, man hat ein bisschen auf Parität geachtet, dann glaube ich. Es waren auch viele Frauen dabei, ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, wie es war. Das Ganze hieß Draft Committee. Und wie fing es, also wie kann man sich das vorstellen? Ihr werdet zusammengesetzt und was ist die Ausgangssituation und kriegt ihr gleich ein Zeitlimit, wann das Ganze fertig sein muss? Gibt es die Option, dass es nicht fertig wird? Ja, also das hätte es vielleicht auch gegeben. Also es war insgesamt, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Prozess. Für mich sowieso, ich habe sowas so noch nicht erlebt und war es so toll, mal das so hautnah mitzubekommen. Ich glaube, es war auch für UNESCO eine sehr spannende Geschichte, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber konkret lief es so ab, es gab ja den ursprünglichen Entwurf, der war offen zugänglich. Das war, glaube ich, schon eine Innovation für UNESCO. Das heißt also, dass solche Sachen partizipativ geändert wurden oder offen zugänglich gemacht worden. Und die sind dann mehrfach kommentiert worden, öffentlich über das Web. Dann sind neue Versionen erstellt worden und die sind dann auch wieder veröffentlicht worden. Und dann mit den letzten veröffentlichten Versionen ist man dann hier in dem Kongress nochmal nachmittags in Working Group Sessions gegangen, hat dort die entsprechenden Versionen überarbeitet, kommentieren lassen, teilweise nicht unerheblich, also nochmal Einfluss genommen. Es gab ein Treffen der Minister, die auch an dem Papier gearbeitet haben und auch nochmal Input gegeben haben. Und dann haben wir uns halt abends getroffen um 18.30 Uhr. Und dann hatten wir zwei relativ große Monitore und auf meinem Monitor wurde das endgültige Papier angezeigt, auf dem anderen Monitor wurden die Vorschläge präsentiert und dann ist man eigentlich nur auf die Veränderungen geguckt und ist die ganz schnell durchgegangen und das Ganze ist moderiert worden von Zeynep Varoglu, die von der UNESCO den Prozess hier, den ganzen Kongress auch mitorganisiert hat. Und man hat von Anfang an ein relativ zügiges Thema, ein Tempo angeschlagen. Das heißt also, ich war zuerst ganz schockiert, weil das ging so ratzfatz schnell irgendwie, dass es hieß, das hier, was hier, tak, 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 tak. Und dann wurde also schnell immer gesagt, wie geht das, können wir das machen, gibt es irgendwelche Einsprüche? Was ich sehr, sehr gut fand, war, wenn Einsprüche kamen, sind die wirklich sehr ernsthaft diskutiert worden. Das heißt also, ich hatte nicht den Eindruck, dass da irgendwas abgelehnt worden wäre oder abgeschmettert worden wäre, sondern auf begründete Einsprüche ist auch wirklich eingegangen und man hat geguckt, ist das politisch vertretbar? Das ist ja für UNESCO immer ein sehr, sehr großes Problem, wenn man Papiere schreiben möchte, die für die gesamte Weltgemeinschaft quasi gelten sollen und da sind viele Einflussfaktoren. Und dann ist man diese einzelnen Schritte durchgegangen und hatte nun auch mit Leuten wie Cable Green und TJ Bliss auch Leute, die sehr schnell sehr gute Formulierungen finden konnten. Also das hätte ich mit meinem Englisch überhaupt gar nicht leisten können. Dann sind die übertragen worden, reingetan worden. Das ging ungefähr, also um die zwei Stunden würde ich sagen, das Meeting. Dann
ist Zeynep dann mit dem Material losgegangen und hat daraus eine finale Fassung erstellt. Und die ist dann den Mitgliedern des Drafting Committees, ich glaube so gegen 11:30 oder ein bisschen früher, zugesendet worden, mit der Bitte, dass man bis 1 Uhr nochmal Kommentare abgeben könnte. Die haben wir dann halt auch abgegeben und heute Morgen um 7 kam dann die Nachricht, das Papier ist final da und fertig. Also unglaubliches Commitment da von den beteiligten Personen und muss ich sagen, mit sehr, sehr großem Engagement umgesetzt und wie ich finde auch wirklich sehr gelungen und professionell. Das hat mich sehr beeindruckt, weil es extrem schnell war. Ne? Also ich meine, wenn man zu so einem späten Zeitpunkt kann man nicht mehr in große Diskussionen eintreten. Es war aber trotzdem also wirklich beeindruckende Erfahrung. Was ist denn, wenn da jetzt jemand was sagt, was tatsächlich deutliche Kontroverse ist? Gab es die Situation? Wie geht man damit um? Ja, also Indrajit Banerjee war mit dabei, der Mr. OER-Kongress ist, der auch den ersten Kongress schon organisiert hat und der hatte auch einen sehr, sehr guten Überblick, extrem schnell und konnte sehr schnell einschätzen, was politisch machbar ist. Und das fand ich auch sehr, sehr schön, wie er das moderiert hat, auf eine sehr lockere Art und Weise und auch mit sehr klaren Worten irgendwie. Ne? Und er hat versucht, Sachen aufzunehmen und hat aber dann auch manchmal gesagt, das können wir nicht machen, das geht nicht. Ne? Also dann insofern, der hat das dann mit so einer gewissen Führung dann auch die Entscheidungen übernommen. Ne? Und ich glaube, das war auch der einzige Weg, weil er natürlich dann entsprechend die einschätzen konnte, ob das, was er da produziert, auch dann vertretbar ist für die andere, für UNESCO als Institution. Hm. Ergebnis inhaltlich müssen wir nochmal gesondert angucken, glaube ich. Oder hast du es jetzt tatsächlich heute schon nochmal komplett durchlesen können? Nein, ich habe es heute nicht nochmal lesen können. Ich meine, ich hatte auch nur eine kleine Liste von Punkten, auf die ich mich konzentriert habe. Und davon ist vieles dann auch teilweise unabhängig von meinen Meldungen schon umgesetzt worden. Also ich weiß, mir war wichtig, dass das Creation of OER wichtiger war. Ein wichtiger Input aus der Business Model Session am Nachmittag war, dass man den Begriff der Business Models durch Sustainability Models ersetzt hat. Das war natürlich dann so eine Sache, wo ich mir gedacht hätte, gut, da wäre es schöner gewesen, wenn man noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte. Ne? Einfach, wenn man das nochmal in Ruhe hätte überarbeiten können. Aber nichtsdestotrotz fand ich das überraschend, dass das noch so umgesetzt worden ist. Und es gab da so Bedenken, dass das Ganze zu wirtschaftsfreundlich quasi würde, wenn man von Business Models sprechen würde und dass das halt nicht immer passen würde. Und sowas ist halt eingearbeitet worden. Ich glaube, das Ergebnis steht unter CC BY-Lizenz. Insofern können jetzt auch Leute da draußen in der Welt gehen, den Text nehmen, sich Teile daraus nehmen, Forks machen, Weiterentwicklung kommentieren etc. Wir werden es natürlich jetzt zusammen mit diesem Video veröffentlichen und dann schauen wir nochmal auf den Inhalt. Das waren erstmal sozusagen die Einblicke hinter die Kulissen und nein? Noch eine Anmerkung, was ich glaube, es war auch für UNESCO, glaube ich, insgesamt eine innovative Geschichte. Das heißt also, dass das dergestalt offen quasi gehandhabt wurde, ist nicht typisch für UNESCO. Und es war also auch ein Experiment und man hatte natürlich auch nicht viel Erfahrung, wie das ist, wenn man solche partizipativen Prozesse gestaltet. Und wir haben das ja auch schon selber in Deutschland erlebt und ich fand das immer sehr spannend, aber es ist toll, die Leute mit einzubeziehen, aber es macht die Sache auch nicht immer einfacher, wenn plötzlich 30 oder 40 oder Tausende von Leuten irgendwie an einem Dokument schreiben. Das heißt also, man muss da erstmal Erfahrungen sammeln. Und was ich besonders schön finde, ist, dass man da quasi sehen kann, wie auch die Open Education Bewegung rückwirkt auf die klassischen Institutionen. Das heißt also, wir bringen neue Ideen mit, sind hier in dem Fall aufgegriffen worden von der UNESCO. Eat your own dog food heißt es ja immer. Ne? Das heißt, sie haben sich wirklich darauf eingelassen, auf das Abenteuer. Und man sieht also, dass wenn Institutionen, internationale Organisationen oder auch Regierungen sich auf das Thema einlassen und es ernst nehmen,
sie sich auch selber ändern müssen. Ne? Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und ich also fand das ein sehr schönes Beispiel dafür. Schönes Schlusswort. Danke, Jan. Gute Reise zurück aus Ljubljana und wir sehen uns sicher ja schon vor dem nächsten OER-Kongress wieder. Wahrscheinlich bald. Ja, ich freue mich drauf, Joran. Ebenfalls. Schöne Reise zurück.